lies. I know I should remember that I tried. But sometimes I just surrender to my mind. Audios. Nice. Darf ich nicht sagen, ne? Können wir eine Nice-Kasse machen. Die machen wir nach dem Stream, gehen wir es nochmal durch. Sind wir jetzt auf den großen Boxen oben? Ja. Und nur auf der linken, oder was? Achso, die ist vielleicht leiser wegen. No. Ja, die hat irgendeinen Wackler hier. Easy to get caught up in your mind these days. Hörst du? Jetzt ist wieder. Jetzt ist wieder gut. Gut! So easy to get caught up in ambition. So easy to get. Axel, ich würde sagen, wir sind am Start. Ja, geil. Super. Kannst du ein bisschen runterdrehen? Ja. Jawohl. Wir sind am Start hier aus der SAE in Berlin beim Imsterfesta 2020. Auf The Producer Network gestreamt und natürlich auf der Imsterfesta-Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Es gibt heute echt ein volles Programm. Ich hoffe, ihr nutzt den Chat so. Ich habe den Chat hier auf meinem Laptop drauf. Ich kann eure Fragen dann lesen und an meinen Gast heute hier stellen. Ich begrüße ganz herzlich Axel Reinemer hier aus Berlin vom Jazzanova Recording Studio. Auf The Producer Network gibt es schon ein paar Videos, die wir mal vor 2 Jahren zusammen gedreht haben. Da habe ich dich in deinem Studio besucht. Mhm. Und wir haben über einen Song damals von Jazzanova gesprochen, von dem Album The Pool. Und da gibt es ganz viele Informationen dazu, wie Axel das gemischt hat. Und wir haben über viele Sachen geredet. Heute soll es hauptsächlich eigentlich darum gehen, wie du nochmal Sounds aus der DAW rausbringst auf dein Hardware-Equipment, auf Effekte und so weiter und die einfach nochmal zusätzlich treatest. Du hast etliche Soundbeispiele dabei und mal ein paar Fotos so von diesem Equipment. Mhm. Lass uns doch aber vielleicht nochmal anfangen, irgendwie erstmal über dein Studio ein bisschen zu sprechen. Also Jazzanova Recording Studio, wirklich ein unheimlich schönes Studio hier in Berlin mit mehreren Live-Räumen, Aufnahmeräumen, die alle mit Glasscheiben verbunden sind und einem Neumann-Pult, was da drin ist, haufenweise Technik, ganz tollen Mikrofonkollektion. Und du hast jetzt aber darunter nochmal gerade neue Studios eingerichtet. Ja, das ist, gibt es jetzt fast 2 Monate. Ein paar Sachen müssen immer noch fertiggestellt werden, aber es ist schon eigentlich relativ gut am Gange. Die heißen die Flow Studios. Das sind Writing, Producer Studios, weil oftmals brauchen Leute nicht das ganze JRS-Studio oben mit all den Aufnahmeräumen und all dem Equipment, sondern brauchen einen Raum, der akustisch gut getreated ist, ein schönes Mikrofon, eine gute Atmosphäre, wo die reingehen und Songs schreiben und so. Und oftmals schreiben die dann da Songs und gehen dann zum Recorden auch hoch oder Recorden auch unten, aber viele kommen auch dann ins JRS. Wie viele Studios sind jetzt da in den Flow Studios? Unten sind jetzt gerade 3, wobei das eine auch aus 2 Räumen besteht, also 4. Man kann eigentlich 4 Räume gleichzeitig benutzen und einer kommt noch Anfang nächsten Jahres. Okay. Und die sind alle, also wenn man mal Instagram-mäßig schaut, irgendwie unter den Flow Studios oder auch von deiner JRS-Seite, alle total schön chillig eingerichtet so. Mhm. Was war denn jetzt, sagen wir mal, aber mal dein technischer Anspruch an diese Flow Studios, die du jetzt neu gestaltet hast. Also was waren so die Überlegungen, wenn du jetzt sagst, der Vibe muss irgendwie erstmal stimmen, ne, dafür sorgt so die Einrichtung, glaube ich. Aber was waren noch so die anderen Sachen, die du so auf der Liste hattest, so von Speakern, Mikrofon, Technik oder so, was waren so die wichtigsten Sachen dafür? Ja, das hat sich natürlich auch wieder, wie es immer ist, wenn man irgendwie Studios baut, erweitert mit der Idee, die man dann hatte. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, cool, die Räume sind in Ordnung, wir malen die irgendwie frisch an und dann stellen wir einen Schreibtisch rein und dann kommen die Leute sowieso alle mit ihrem Zeug an und es wird schon cool sein. Und dann meinte Jensen, aber ein befreundeter Engineer auch, der meinte, ja, es wäre cool, wenn du die alle untereinander benutzen könntest und so. Also habe ich wieder angefangen, irgendwie Multicores reinzulegen, Mogami Multicores. Die sind alle netzwerkmäßig verbunden, die sind auch audiomäßig verbunden mit dem Studio oben. Also in Flow Studios gibt es auch einen Flügel, der sehr
Der hat halt einen anderen Klang als der Flügel im JRS. Mhm. Der ist nicht so hochwertig, aber auch hat einen geilen Vibe. Und wenn man jetzt sagt, man hat oben gerade eine Plattenproduktion und will den Flügel von unten aufnehmen, ist alles connected. Liegt alles auf der Patchbay auf. Wenn wir es dann gelötet haben. Haben wir noch keine Zeit zu gehabt. Die sind also, funktionieren miteinander. Speaker habe ich jetzt, weil ich irgendwie, ich bin halt ein Neumann-Fan als Berliner. Traditionsfirma, das, halt, ja, genau. Das Neumann-Pult, was bei dir ist. Also hat jetzt jedes Studio ein Pärchen Neumann-Speaker? Die haben alle Neumann, die haben die 310er. Okay, genau. Hast du die oben bei dir auch oder was hast die du? Habe ich in einem Raum, habe ich die auch. Da ist auch nochmal oben im Studio, ist auch nochmal so ein Edit-Room, da stehen die auch, die 310er. Im großen Studio habe ich die 420er mit zwei Subs. Okay. Da kommt ordentlich Wumms. Da kommt ordentlich was raus. Wumms raus. Und unten in den Studios sind also diese 310er Neumann-Speaker. Womit kommen die Leute an? Hast du gleich Interfaces irgendwie da nochmal so für die Leute oder bringen die immer Interfaces Laptop mit? Wir haben Interfaces da. Wir haben Apollo Twin Interfaces, wir haben RME verschiedene, Babyfaces. Mhm. Genau, Mikrofone gibt es U87 in jedem Raum. Wenn man natürlich andere Mikrofone haben will, ist natürlich das Coole, dass die beiden Studios zusammengehören. Du kannst auch sagen, ey, heute will ich mal mit einem U47 Tube aufnehmen oder mit einem U67 oder mit irgendwelchen anderen Mics. Das kann man sich alles dann auch leihen. Mhm. Kann man sich dann auch in die andere Etage holen. Was Leute tatsächlich machen und auch Synthes oder Keyboards oder so, kann man sich, ist alles im Flow sozusagen. Im Flow Studio. Das ist ganz cool. Also wenn du einen Rhodes brauchst, kannst du einen Rhodes haben und dann das ist ganz cool. Viele Leute kommen aber, klar, die kommen mit einem Laptop an. Normalerweise dachte ich, die kommen alle mit einem Interface, aber viele reisen auch ohne. Die haben nur einen Laptop und brauchen dann alles von uns, aber ist alles da. Okay. Genau. Und was ist mit der Akustik? Was war dir da wichtig? Hast du irgendwie Akustik übernommen oder Module reingehangen? Akustik mussten wir komplett neu machen. Da und ich habe halt viel Akustik gemacht in dem JRS-Studio oben mit Karl-Heinz Stegmeier und habe da viel gelernt. Ja. Und ich habe gedacht, okay, das sind Writing Rooms, die sollen irgendwie angenehm klingen, aber die müssen jetzt nicht so mega präzise sein vielleicht. Also habe ich gesagt, wir machen das so mit der Erfahrung, die wir oben haben, bauen erstmal rein und gucken dann und irgendwie total cool geworden. Also die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Der Raum, wo der Flügel ist, der ist bis jetzt nicht der beste, aber der ist halt der trockenste gerade, aber der hat irgendwie einen guten. Alle Leute, die da reinkommen, die sagen so, oh, man merkt gleich, was hier wurde Geld in der Akustik gesteckt. Ja, genau, was wäre jetzt sozusagen, was wären die wichtigsten akustischen Maßnahmen, wenn du jetzt mal so sagen würdest, was hast du da gemacht? Also sind es halt hauptsächlich Absorber, große Bassfallen oder so, die irgendwie. Genau, Absorber, Bassfallen und das Maß zwischen Absorption und Reflexion, dass man da irgendwie ein gutes Maß trifft. Mhm. Es gibt halt auch Glastüren und Glasscheiben da drin. Der Boden ist Holz. Hast du noch Teppiche reingelegt irgendwie oder ist überall so? Habe ich, aber manche Teppiche haben schon die ersten Sessions nicht überlebt. genau. Teppiche waren Plan der Akustik, aber so viel hat er jetzt auch nicht ausgemacht. Also es war, in dem einen Raum gibt es keine Deckensäge, gibt es halt. Es gibt halt hinter den ganzen Stoffbespannungen, so wie hier. Man sieht eigentlich keine Akustik. Ja, okay. Das ist alles dahinter. Bassabsorber, Reflexion, Absorption, das Mischspiel dazwischen. Und deine Klientel war ja sowieso schon eigentlich immer im JRS auch ziemlich breit gestreut, oder? Also so von Hip-Hop-Acts über Pop, über... Gibt es da irgendwie Leute, die das jetzt besonders favorisieren, auch deine Studios? Oder ist das... Es ist halt jetzt viel... Also viel Deutschrap. Einfach. Viel Deutschrap? Ja. Ah, okay. Ja. Also, weiß ich nicht, 80% würde ich sagen. Okay. Das ist... Und dann die anderen Sachen, die noch so Pop sind. Ja. Nico Santos war öfter da und genau, es finden halt auch Writing-Camps statt, dann ist es irgendwie auch ganz praktisch, es gibt halt mehrere Räume. Die schreiben Songs, sagen, okay, wir wollen jetzt nochmal einen Flügel aufnehmen, gehen sie hoch, wir wollen Flügel mit Vocals aufnehmen. Die Studios funktionieren echt gut miteinander. So. Das ist irgendwie ganz, bin ich froh drum, dass es so passiert ist. Also super Sache, sollte man auf jeden Fall mal auschecken. Lass uns nochmal auf das Thema von heute sozusagen ein bisschen eingehen. Du hast eben in deinem Studio, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen eigentlich, schönes Outboard-Gear, was du eigentlich immer auch wieder einbindest, sowohl auf der Recording-Seite, als auch wenn du dann Sachen zum Mix kriegst oder wenn du Sachen selber mixt, dass du eben nochmal sagst, natürlich, wie alle, benutzt du natürlich auch Plugins irgendwie, aber klar, wer nicht und warum auch nicht, aber du hast halt eben auch ein paar Hardware-Geräte, die irgendwie vielleicht nochmal was anderes machen und
die dann eben den Spaßfaktor machen, dass du hast ja auch gesagt, du drehst einfach gerne dann an den Geräten live nochmal rum, wenn du jetzt ein Tape-Delay hast oder so. Ja, auch an Filtern und so, ne? Ja. Das ist irgendwie... Wo sozusagen deine Reamp-Geschichte oder die Modifikation, die Effekte, die dazu sind, auch nochmal eine Performance von dir beinhalten. Genau. Irgendwie so, ja? Oder halt, also entweder von mir, wenn ich allein bin, oder wenn die Artists da sind, dann freuen die sich auch, dann drehen die auch durch, wenn die mal an so einem Spring Reverb oder einem Tape Delay rumdrehen können. Und ja, dann dieses Erlebnis, also es geht auch immer, im Studio geht es auch immer um das Erlebnis. Ja. Dann so, oh wow, hier habe ich ein bisschen übertrieben, aber ist cool, lass es mal drin oder mach mal nochmal einen Pass. Es gibt verschiedene Sachen, ne? Warum macht man sowas? Also um Leben reinzubringen oder um noch einen gewissen Wumms, also ich benutze gerne den Mugafuga, diesen Low-Pass-Filter. Mhm. Werden wir uns gleich noch anhören, auf jeden Fall. Auch. Ja, ja. Den habe ich auch immer auf der Bühne dabei, da geht immer unser Bass-Synthi durch. Ich finde den einfach krass, was der an so, der macht so eine Bass-Macht. Ja. Also der ist einfach King im Bass. Okay. Das ist Wahnsinn. Das, genau, da schicke ich oft Sachen durch, mit dem kann man halt distorten und nach der Distortion kann man filtern. Und du kannst mit der Resonanz, kannst du auch so, wie jetzt kann ich auch gleich mal vorspielen, kannst du so Kickdrums auch länger machen oder so und damit so rumspielen. Genau, das hören wir uns gleich in der Session nochmal an. Cool. Da hast du ein paar Sachen mitgebracht. Und dann gibt es diese Random-Faktoren, dass wenn man das durch Geräte schickt, man irgendwie ausprobiert, was es bringt. Manchmal bringt es was, manchmal nicht. Und dafür ist halt wichtig, dass man die Teile auch schnell irgendwie verfügbar hat. Also ich habe die also immer als Hardware-Inserts und Pro Tools. Ich kann sagen, okay, genau hier auf den Vocals wäre jetzt cool, irgendwie das ein Tape-Echo und echtes zu haben. Mhm. Dann habe ich das Hardware-Insert, ziehe das darauf, höre mir es an, Winner oder Loser, und dann gehe ich damit. Dann lass mal kurz einsteigen, erklär mal kurz Hardware-Insert in Pro Tools oder was ist sozusagen, eigentlich ist es wie ein Plugin, was du auf dem Insert-Ding aufmachst, aber es ist eben sozusagen kein Plugin, sondern es sind zwei Ausgänge aus deinem Interface und wieder zwei Eingänge von dem Interface. Ne? Genau, oder einer, je nachdem, was Mono oder Stereo ist. Genau. Und das liegt sozusagen bei dir auf einer Patchbay an? Auf der Patchbay gesteckt, genau. Ja, also das sind sozusagen zwei Kabel und die kannst du dann, genau. oder vier halt sozusagen, je nachdem, Stereo, Mono, klar. Mhm. Und dann kannst du die in die entsprechenden Geräte halt reinstecken. Genau. Also ist das so die Art und Weise, wie du es machst? Genau, und das, was habe ich da drauf? Effekte, ich habe immer einen für Effekte, da hinter mir sind so Tretminen, also so Gitarreneffekte und Willst du gleich, sollen wir mal ein paar Fotos zeigen, wenn wir hier mal auf den Screen von Axel gehen können, dann gibt es so ein paar Effekte, die Axel hier mal abfotografiert hat. Das ist halt, man kann sich halt irgendwie auch irgendwie eine Tape-Maschine oder einen Kassettenrekorder oder so holen, das ist irgendwie alles, macht irgendwie interessante Verzerrung oder so. Was ich bei Tape-Sachen cool finde, ist, wenn man einen Vari-Speed hat. Ja. Dass du die Geschwindigkeit verändern kannst und gibt ja auch gerade so ein paar, also ist gerade in den letzten Jahr oder letzten zwei Jahren, finde ich, so ein bisschen Mode geworden. Gibt es wieder so geile Kassetten-Plugins, die so richtig Kassette machen, so irgendwie so Sounds. Ne? Ja, genau. Hier finde ich halt bei so echten Geräten, finde ich cool, dass du irgendwie da hier an dem Reel anfassen kannst und das kurz langsamer werden lassen, dann wieder schneller werden lassen, dann holt sich das auf, dann gibt es so ein Blup, so Wobbles und so und kannst sie eigentlich so benutzen, wie sie nicht gedacht sind. Also, genau. Da kommen wir dann noch dazu. Das ist auch ein cooles Pedal. Electro Harmonix, so ein Mellotron-Pedal. Also du benutzt natürlich auch Gitarreneffektgeräte. Genau, und schickt da aber Vocals, Drums, also alles Mögliche durch. Hast du da nochmal eine Anpassung? Also wenn du sozusagen jetzt pegelmäßig aus deinem Interface rausgehst, in die Geräte rein. Ich hatte auf The Producer Network auch mal Peter Schmidt interviewt, so, der das auch viel macht. Der hat halt extra so ein 19-Zoll-Teil, wo es sozusagen auf Gitarrenpegel angepasst ist. Wie machst du das? Genau so. Ach so, genau. Transceiver hieß das, glaube ich, von TK Audio oder so. Bei mir ist es so ein Tascam-Gerät. Ah, Tascam, okay. Ja. Wo man einfach nochmal eine Pegel-Anpassung hat. Genau. Von eben dem richtigen Studio-Pegel auf das, was Gitarren machen und dann wiederum in die andere Richtung, so eine Art DI-Box eigentlich. Ne? So, genau. So könnte man das ja eigentlich machen. Also wenn man das jetzt eben nicht so am Start manchmal hat. Manchmal muss man das aber auch nicht. Dafür kann es auch manchmal kann man auch einfach Pegel da reingehen. Genau. Also, dann guckt man einfach, was dann passiert. Ja. Genau, ich habe das auch erst ohne gemacht, dann mir für gewisse Geräte dieses Teil geholt, aber man kann auch erstmal so irgendein Gerät holen. Ja, genau. Beim Tape braucht man es ja nicht, da kannst du ja mit Line reingehen. Bei einem Tape-Recorder. Genau, hier ist so eine Schublade hinter mir, das ist halt hinter mir, hinterm Pult, auf der Rückseite des Studios. Da habe ich halt so lauter Effekte, die mal passen oder mal nicht.
Distortion Sachen. Hier gibt es so ein paar Delay Sachen. Jetzt hast du ja in deinem Studio natürlich irgendwie, du hast jetzt so die großen Audio Interfaces sozusagen von Avid, die 16 rein, 16 raus Interfaces. Mhm. Aber man braucht ja jetzt natürlich, um das jetzt zu machen, was du uns irgendwie heute zeigen willst, kannst du eigentlich nur einen oder zwei, Eingang, ja. Rausgang, Ausgang ja. nehmen. Man muss es ja auch nicht über diesen Hardware-Insert wie in Pro Tools lösen, nee. Sondern man kann es natürlich auch irgendwie einfach mit dem Ausgang lösen, dass man das Signal wirklich da ja. rausschickt und in einen anderen Kanal wieder aufnimmt. Der Hardware-Insert ist für dich einfach nur so ein Vorteil, dass du dann natürlich mal sagen kannst... Muss nicht aufstehen. Muss nicht aufstehen. Du schiebst den einfach sozusagen in Pro Tools von dem einen genau. mal auf den anderen Channel so rüber. Hier ne? sieht man das ja irgendwie auch gerade, dass sind jetzt gerade inaktiv, weil ich meine normale Session nicht habe. Ich habe hier auf dem Kick... Channel habe ich auch den Mugafuger als Hardware-Insert gehabt. Dann mache ich mir den da rein. Ich kann den irgendwie auch auf einen anderen Kanal machen, auf die Vocals und oder so. Und dann sofort, mal, was höre ich sofort, was passiert. Und wenn du den jetzt da drauf hast, das heißt, dann printest du danach, dann nimmst du das genau. natürlich wieder auf. Dann habe ich immer so einen Send, meinen Transferbus ja. und dann printe ich das. Und dann printest du das. Dann nehme ich bei Kickdrums nämlich dann irgendwie eins und trigger das hin oder lass es durchlaufen. Ja. Also je nachdem. Ich würde sagen, spiel doch nochmal den Song ab, dann scanne ich hier kurz mal die Fragen und wenn du Bock hast, kannst du gleich mal irgendwie deinen ersten tricky Effekt sozusagen da erläutern. Aber lass doch kurz nochmal den Song ein bisschen hören, dann okay. Scanne ich mal hier. Das ist ein Song von D-Lush vom Ender. Ender Gallery ist ein Ire, der in Berlin wohnt und ja, mit dem mache ich ganz schön, mache ich viele Sachen. King Axel, du wirst schon hier begrüßt von Odris. Ja. Flow Studios sind super, war schon oft da, hat er gesagt. Odris. Ja. Das fand ich gut. Odris ist einer der wenigen, die da ankommen und die bringen ihr Outboard-Zeug mit. Ein Preamp, ein De-Esser, irgendwie die recorden so. Fand ich ganz respektvoll. Wir können vielleicht nochmal, gerade weil ich es gerade sehe, auf eine Frage hier eingehen. Nochmal, eigentlich haben wir es schon so ein bisschen angesprochen, aber was habt ihr für Empfehlungen für das Vocal-Aufnehmen zu Hause? Ja. Mit einem kleinen Focusrite Interface. Was sind die Must-Haves für ein solides Vocal Recording zu Hause, trotz Low Budget? Ja, ich meine, das sieht man ja irgendwie jetzt an Billie Eilish, ne? Alles zu Hause aufgenommen mit einem Neumann, CRM 103, ne? Ja. Das ist es wahrscheinlich schon, dass man das irgendwie ein gewisses Mic hat, so. Ja. CRM 103. Oder SM7. Euro ungefähr oder so. Ja. SM7 ist auch super. Ja. Ist noch ein bisschen preiswerter. Genau, also, SM7 wäre die dynamische Variante dann eben so, Neumann TRM-103, ein Kondensatormikrofon, ja. ziemlich gutes. Beim Kondensatormikrofon brauchst du halt wieder ein Interface, was halt auch eine Phantomspeisung hat. Genau, aber ja, kriegst du hin. Aber was gibt es noch irgendwelche Sachen, die du wichtig findest? Vibe natürlich, hast du einmal schon drüber gesprochen. Und Akustik halt ein bisschen, ne? Kann man ja wirklich in einem Bedroom auch ziemlich gut machen, dass man einfach guckt, wie die Stimme da klingt. Irgendwie, ja, oder? Ja. Ich meine, nur Matratzen hinstellen und so bringt es auch nichts. Also, du musst schon... Aber ich würde einfach aufnehmen. Ja. Und wenn der Vibe ist, dann ist sowieso alles cool. Genau. Also, die Leute müssen sich wohlfühlen und man muss ein einigermaßen gutes Mic am Start haben. Und dann ist es das Audio-Interface erstmal. Richtig. Dann, und was wäre der nächste Upgrade-Punkt so für dich? Ein Preamp. Preamp. Externer Preamp, der nochmal irgendwie vielleicht anders oder das besser ist auch klingt. Ein Vibe. Als nee, das klingt an. Also genau, der bringt halt einen Charakter. Jeder Preamp bringt einen Charakter mit. Ja. Sich. Wenn du jetzt einen Neve Preamp nimmst oder einen ganz clean RPQ oder irgendwelche, es gibt halt so Standard-Vocal-Ketten auch, ne, die bei größeren Plattenproduktionen, die jetzt nicht zu Hause sind, werden die halt immer genommen. Ja. Also Neve 1073 Preamp. Ist natürlich jetzt für Low-Budget sozusagen dann schon drüber. Aber das brauchen wir nicht. Aber ja, genau. Das ist dann nochmal, ist auch ganz nice, aber dann kann man ja ins Studio gehen. Ja. Und wenn man im Studio nicht mal den Vibe kriegt, dann geht man mit dem, was man zu Hause hat. Ja. Und das kann man dann auch gut mixen und so, denke ich. Man muss sich nicht von der Technik irgendwie einschüchtern lassen und sagen, ich habe das und das Gerät nicht, also kann ich gar nicht anfangen. Nee, okay. Quatsch ist, fang einfach an. Ja, genau. Dafür gibt es zu viele Beispiele. Ich habe mit einem Behringer-Pult damals angefangen, habe auch gedacht, ja, super, jetzt habe ich so ein fettes Pult und es hat nicht wirklich geil geklungen. Mein Mastering-Engineer hat mir immer die Ohren lang gezogen und hat gesagt, ja, aber das ist halt jetzt auch die Songs, die wir damit gemacht haben, mit dem billigsten Equipment, sind weltweit bekannt geworden. Ja. Also und haben uns dann irgendwie Erfolg gemacht mit Jazzanova. Ja. Also einfach anfangen, das Zeug immer bis zum Ende ausnutzen und wenn du dann merkst, du kommst an die Grenzen, dann weißt du den auch, was du brauchst und dann kaufst du das nächste. Also ja, das ist wahrscheinlich auch der beste Tipp, glaube ich. Ne? Erstmal
basic anfangen und dann wird man durch das Ausreizen oder durchs Machen feststellen, ich glaube, ich könnte weiterkommen, wenn ich das vielleicht noch habe. Du musst einfach eine Idee haben, was du machst, und dann machst du das erstmal. Ja. Und das kannst du mit einem SM7, finde ich immer so, also Sarah Connor nimmt alle ihre Sachen mit einem SM7 auf, Platten. Ja. Also. Genau. Lass nochmal einsteigen hier nochmal in deinen Song und mal ein bisschen gucken, was du da gemacht hast. Genau. Genau, Ender. Silas. Hier bin ich wieder Mugafuga-mäßig abgegangen. Harry Heck sagt übrigens, ja? Pro Tools Dark Mode, Herzchen. Neueste Pro Tools-Version. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich war echt ganz erstaunt. Gerade erst vorgestellt. So. Ja. Ich habe es mir angeschaut, auch so mit der neuen Version. Und erstmal jetzt ein ganz schön neuer Look so eigentlich, ne? Aber erstmal ganz also ich meine, mein Gott, jetzt ist es sozusagen dark, vorher war es hell. Ja. Wir arbeiten schon so ewig mit Pro Tools. Ja. Das hat sich ja immer mal geändert. Muss man sich irgendwie mal dran gewöhnen. Aber ich habe hier schon in meinem Firefox Browser auch auf Dark Mode umgeschaltet übrigens, ne? Zack, Firefox. Ist geil. Dark Times, Dark Mode. So ist es. Let's go. Ja. Genau, Ender hatte halt hier so eine Kick. Hören wir was? Wir sind eigentlich hier am Start. Okay. Mit den Levels muss man hier mal ein bisschen. Genau, du musst wieder aufdrehen, ne? Da ist sie. Das ist so eine Maschinen. Das ist die Original Kickdrum, die da ist. Genau, und ich bin dann. Ich habe die durch den Mugafuga geschickt und Distortion benutzt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt. Zeig doch vielleicht nochmal, hast du noch ein Bild vom Mugafuga da, dass die Leute, die es noch nicht kennen, sich vielleicht mal vorstellen können. Das ist halt so ein Pedal hier. Sieht man das hier oben links? Sieht man meine Maus, ja, ne? Ganz links da, oben auf dem Bild? Wo Sub steht. Wo Sub steht. Genau. Das ist halt ein Distortion, hast eine Resonanz und hast halt einen Filter. Und mit der Resonanz habe ich hier auch. Also ich fand erstmal, ich fand die Bassdrum und die Kick so ein bisschen langweilig. Und hat irgendwie mehr Bock auf mehr Saft. Klar, das Torschen, aber es passiert auch im Sub-Bereich was. Und an manchen Stellen wollte ich den auch länger haben. Wo ist die? Genau, ist nicht in jeder Stelle. Hast du auf spezielle Parts sozusagen gemacht? Genau, das kommt jetzt hier im Verse nämlich dazu. Das ist auch Mugafuga. Genau, ist die gleiche Kickdrum, die hier. Die. Also diese kurze, knackige, eigentlich holzige, ein bisschen Kickdrum hast du einmal angecrunched durch den Mugafuga Drive und einmal Resonance-mäßig nochmal länger gemacht. Und ultra-low gefiltert. Ultra-low gefiltert, dann mischst du die Signale halt eben jetzt nochmal. Und daraus mache ich mir dann eine. Ja. Habe ich sogar noch eine. Gehen dann so ein Kick-Channel, dann habe ich jetzt noch Plugins erlaubt. Aber ja, genau, das finde ich, das ist so, wofür ich den Mugafuga gerne benutze. Machst du das für Bässe auch irgendwie gerne nochmal so? Also bei sowohl Synthi als auch wahrscheinlich E-Bässen oder so, dass du nochmal durch den Mugafuga nochmal Low-End generierst und dazu schiebst. So. Genau, der ist für die Bässe gut oder der Phoenix. Aber der Phoenix nehme ich auch gerne auf Bässen, der hier. Der Bursche. Der dann einfach nochmal. Das ist halt so ein Röhrenkompressor, der eigentlich aber auch eine sehr ansprechende Distortion hat. Ja, also du nutzt den damit. Nice damit er halt ein bisschen dazu cruncht dann so, ja? Genau, und der macht auch irgendwie im Sub-Bereich irgendwie was. Ich mag den echt auf Bässen, auch zum Recorden. Wie ist denn da dein Ansatz sozusagen? Sitzt du da für den Mix oder während des Recording-Prozesses oder des Producings? Und sagst du, irgendwie ganz nett, aber mir fehlt. Also sind es immer so Bauchentscheidungen? Ja. Ja, immer. Ne? Weil du bist schon so ein Bauchtyp. Muss irgendwie viben, ja. Das geht ums Feeling so. Ja. Also ist ja jetzt nicht was, wo du sagen würdest, ah, das mache ich pauschal, hier ist die Kickdrum, jede Kickdrum wird angezerrt, jede Kickdrum kriegst du. Das muss ja zum Song und zum. Genau. Je nachdem, wie ich so einen Song dann im Mix aufbaue. Also ich habe oft die Möglichkeit, den so zu gestalten, wie ich will. Also irgendwie auch ganz cool. Also man kann ja irgendwie durch Mixen in so eine Richtung drehen oder in so eine, also man kann sogar, obwohl der schon produziert ist, kannst du eigentlich noch einen anderen Musikstyle draus machen, je nachdem, wie du den mixt. Ja. Und das finde ich mega spannend. Lass doch vielleicht nochmal ein Stückchen von dem Song überhaupt hören, dass man nochmal einmal so ein bisschen den Vibe so von diesem Song kriegt. Ja, genau, da muss ich kurz mal.
nehme ich einfach die Stems. Echten Stems. You know you shouldn't trust your mind. You could be forgiven for not living right. Ist auch sehr mellow, also. Klar. You have got so many who depend on you. You can't seem to justify spending time on you. Was eigentlich ganz cool ist auch noch, sind diese Percussion. Ich hatte damals mir so ein Hardware-Gerät ausgeliehen, das heißt Audios. Okay, kenne ich nicht. Das ist so ein 19 Zoll Audios-Gerät, okay. Audios. Und der macht so Pitch-Sachen und die finde ich oftmals out the box auch immer noch mal ein bisschen fetter als bei Plugins. Und da hatte ich halt diese Percussion. Also generell wollte ich den Song eigentlich ein bisschen groß, warm und so ein bisschen, weil der ist auch so ruhig und er sollte so ein bisschen umarmen, aber auch ein bisschen Schub haben und ein bisschen sagen, yo. Also Low-End und ja, Stereo. Ja, genau. So. Genau, da hatte ich irgendwie Bock drauf. Ja. Und da ändert halt diese Percussion hier. Hat er bei sich aufgenommen, auch im Wohnzimmer sozusagen. Und ich habe den mal durch den Audios geschickt, wusste auch noch nicht genau, was der macht. Dachte mir, lass uns das Gerät mal ausprobieren. Und dann... Und der generiert dieses Low-End so dazu, genau. Aus dem Original. Ja. Und das ist irgendwie so... Stereo. Das ist mega Stereo, gegenseitig verpitcht, genau. Fand ich irgendwie total cool. Audios. Und das mit dem Original jetzt sozusagen dann zusammen, oder? Mhm. You know you shouldn't trust your mind. Was war das mal aus? Ist nicht ganz der Mix, der jetzt gemacht ist. Und was ich ja immer total interessant finde, ist, dass du diese Effekte, die du da generierst, so wie jetzt gerade zum Beispiel das extra Low-End für die Kickdrum auch so, du zerschneidest ja ganz oft Sachen. Du betrachtest ja oftmals die Effekte eigentlich auch, das ist ja in dem, was wir vor 2 Jahren mal gemacht haben für The Producer Network, auch so ein bisschen, da haben wir auch so über Effekte gesprochen. Und das fand ich echt total inspirierend, weil du diese Effektspuren oder auch Reverb-Spuren oder die Delay-Spuren oftmals auch so Sample-mäßig betrachtest. Also, dass du auch sagst, das ist jetzt hier 4 Takte, danach schneide ich das knallhart ab oder ich reverse das oder ich kopiere irgendwas. Oder alter Boy, das ist alles Mögliche, kann man dann. Genau. Das finde ich also eigentlich auch ganz cool. Du kannst halt im Arrangement gute Sachen machen. Hier habe ich so eigentlich auch. Ja. It's a cycle and it's vicious and it's easy. Hier ist auch Tape-Echo. Also wir haben ja noch mehr Songs, aber... You could be forgiven for Lo-Fi-Vocal? You could be forgiven. Das ist Tape. Das ist das Tape nur alleine? Das ist... Genau. Aber nicht das, sondern es ist Fulltone. Das ist hier irgendwo. So ein Röhrenband-Echo. Das da unten. Hier, dieses. Ganz unten. Genau. Ja. Das kann man halt als Tape-Delay benutzen. Ich benutze es auch oft, um Sachen zu verzerren. Weil der hat so eine spezielle Verzerrung. Also alle haben eine spezielle Verzerrung. Ne? Das ist halt so eine Röhrenverzerrung und Tape-Verzerrung und was auch ein geiles Verzerrgerät ist, ist dieses PCM 42. Dieser ist eigentlich ein Delay. Und aber was eigentlich halt, nicht so gebaut ist zum Verzerren. Also du bist eigentlich schon so, dass du einfach oftmals auslotest, wie klingen diese Geräte eigentlich? Das hat halt so ein digitales Clipping, was total warm, total fett klingt. Ja. Also halt auch mal einen Weg irgendwie einfach ranzugehen und nicht immer alles so nach Vorschrift zu machen, sondern mal zu sagen, wie klingt es, wenn ich übertreibe sozusagen, mehr Drive reingebe, zu viel Pegel reingebe, wie klingt die Verzerrung? Übertreiben ist immer interessant. Ja. Sowohl auch bei EQs, bei Kompressoren. Ja. Einfach, dass man mal an die Extreme rangeht, mal auslotet, was passiert. Und vielleicht passieren ja ganz spannende Sachen dann auch. Genau, man muss halt, man darf nicht zu viel Zeit damit verbringen. Also deswegen finde ich gut, wenn es gleich alles gepatcht ist und man alles zur Verfügung hat und man schnell ist. Ja. Dann kann man auch schnell sagen, ja oder nein. Ja. Wenn jetzt irgendwie erstmal anfangen muss, oh, jetzt muss ich mir das da hinstecken und so, ach. Dann ist ja der Vibe schon weg. Ja. Du musst in dem Moment, wo du, ich sitze da, mix was und denke mir, ich mix vielleicht gerade die Drums. Ja. Und dann denke ich, das wäre auf den Drums geil, dann höre ich das auf den Drums, denke, nee, auf die Lead Vocals. Dann springe ich beim Mix noch immer. Ich mache nicht
okay, jetzt mache ich erst die Drums, dann addiere ich den Bass dazu. Sondern es ist, wie du gerade das fühlst, so, genau, und was du da machen, ja, willst. Dann haue ich das, ja, genau, rein und das rein und dann kommt der Song. Das heißt, wenn jetzt jemand einfach so 5 Gitarrenpedals hat oder so, dann wäre es einfach super, wenn da 2 Kabel liegen. Hier sind die 5 Pedals und man steckt immer das, genau, in die Pedals rein. Oder man hat sogar alle 5 hintereinander, macht immer Bypass, on, off, ja, und guckt einfach mal und kann eben sofort checken, was, genau, was es am besten trifft. So. Genau, diese Tape Distortion. Ja. Super, ich scanne hier nochmal die Fragen und du. Ja, you could be forgiven. Gehen wir weiter, ne? Einen anderen Song mal. Ja. Genau, das andere Tape, das, was ich davon gezeigt habe, das Transistor Tape, ist auch cool. Das hat einen komplett anderen Sound. Das habe ich bei ihr hier benutzt. Genau, die unterhalten sich hier über verschiedene Preamps und so weiter, wie man was man bauen kann. Hier gibt es auch einige Sachen, die selbst gebaut werden, gerade irgendwie von den Leuten, wo es schon so Tipps und Tricks gibt. Baust du selber auch irgendwelche Sachen oder hast du irgendwelche Leute, die irgendwas custom-mäßig jetzt extra für dich bauen? Sagst, ah, das habe ich noch nicht, das muss, nee, mir mal irgendjemand mal. Gibt es irgendwas, was du gerne hättest? Ja. Ja, aber was wäre denn das, was du jetzt, ich hab, das, wo du sagst, das will ich mal haben? Hm? Das ist zu spezifisch, glaube ich. Ich habe in meinem Studio halt immer das Setup, Recording-Setup, wo ich diese ganzen Outboard-Geräte natürlich fürs Recording benutze. Ja. Und dann habe ich ein Mix-Setup. Ja. Und dazwischen muss ich immer hin und her schalten. Das nervt. Muss ich halt stecken. Ja. Das nervt. Okay. Da wäre gut, wenn ich. Ich hatte das auch schon mal in Auftrag gegeben. Das wäre jetzt aber so eine analoge Patchbay mit, ja, digitaler Steuerung. Gibt es eine auch von Flock Audio? Ja, gibt's, ne? Hm. Wo man auf Knopfdruck dann einfach sagt, Recording-Mode, ja, Mix-Mode. Ich habe es mal ausgerechnet. Bei meinen, okay, ganzen, nee, Outputs. Wie viel hast du? 64 In-Outs? Oder was? Nee, 48. 48. Aber es, okay, aber es ist groß genug. 24, nee, wäre sehr viel Geld. Lass uns hier bei 2 Inputs, Outputs bleiben, genau, erstmal. Hier auch bei Jay LaMotta. Das ist eigentlich auch ganz nice. Der Mix, spielen wir kurz den Mix an. Da hört man schon wieder den Mugafuga. Aber. Das ist auf der Kickdrum wieder das gleiche eigentlich so, oder? Ja. Spring mal kurz rein irgendwo. Irgendwie, als ich den Song bekommen habe, habe ich so das Gefühl gehabt, so wie so ein Aaliyah Timberland-Vibe, mhm, fand ich. Und da bin ich so ein bisschen oldschool oder so ein bisschen. Ist doch oldschool ein bisschen, so, ne? Ein bisschen, ja. Was man heute oldschool, was man heute nennt, oldschool nennt. Genau. Und ich habe das halt, also da habe ich den als Filter auch genutzt auf der. Hier. Da ist halt, das ist halt alles. Das ist der Mugafuga so gefiltert, so ein schmatziges. Habe ich das Original irgendwo? Nee. Was sind das nochmal? Reverbs dann sozusagen? Die? Ah. War halt alles so ein bisschen so und ich habe so ein bisschen so ein. Ich habe so ein. So ein bisschen crunchy, ein bisschen low gefiltert, was ich irgendwie auch bei. Auch beim Plugin, bei den Neve-Plugins, beim 1084, den Filter, finde ich, benutze ich auch mega oft. Ah, okay, die bei Höhen dem EQ, raus, EQ, genau, einfach die Höhen diese raus. Diese blaue, die Höhen, ja, genau, raus, und das klingt so fett. Kriegst du aus Shakern und Hals, kriegst du aus so einem, was auch, aber im Gegensatz kriegst du halt so ein, ja, ja, dazu, und das ist mega auch. Dann habe ich hier den Bass auch gemugafugelt. Und dadurch kriegst du, weil das ist ja, ich finde schon, dass das in einigen von deinen Produktionen ist, dass da immer so eine leichte Wärme sozusagen ist, klingt immer so ein bisschen analog, ist einfach so, dass dir diese ganz hohen Ultra-Hi-Fi-Höhen ist einfach nicht so richtig dein Ding. Doch, doch. Ja, auch geil. Find's auch geil. Ja. Also das heißt, du machst aber eine Differenzierung zwischen den Instrumenten, die es haben dürfen und denen, die, nee, es nicht haben, oder? Es, also, hängt von den Songs ab. Okay, alles klar. Ich fände es auch ultra clean, ultra hyper und spitz finde ich auch super. Okay, alles klar, einfach aber produktionsabhängig. Hier, genau, ja, ja, hier habe ich so, hatte ich so ein Feel eher. Okay. Genau. Bei den Subbässen war da auch Filter, okay. Know if we will be together.
sowas mache ich halt mit Plugins auch so. Diesen Vocal-Effekt und so. Ist halt auch cool. Und du hast ja schon gesagt, du bist oftmals so an diesen Hardware-Geräten, bist du eben dran und drehst nochmal live sozusagen darum. Ja. Bist du da bei den Plugins auch so, dass du viel automatisierst dann eigentlich, wenn du jetzt so... Das mache ich so, ich schneide raus und fade, so Sachen mache ich, aber eigentlich... Du bearbeitest sozusagen eher so ein bisschen audiomäßig. Genau, schnipsel so Sachen raus. Ja, okay. Ja. Geht hier ab. Genau, der war erst, das war Tape Distortion, das A. Habe ich mir den nochmal genommen. Hier ist ganz viel Tape. Schon heftig, ne? Das ist auch nur das Tape-Delay, was man gerade hört. Das ist die andere Tape-Maschine. Okay. Kann man irgendwas nehmen, aber die hier ist halt kein Röhrengerät. Die hier. Die hier. Die ist da auf den Lead-Vocals dazu. Lass mal mit den Lead-Vocals nochmal zusammenhören. This one by yourself, I'll be precise. Das ist halt auch nicht immer, ne? Ich mach's auch nur an Stellen. Mhm. Wie man jetzt merkt, jetzt. No one from the outside can give you advice. You better do this one by yourself, I'll be precise. Da habe ich es dann nicht in der Stelle, weil ich ein bisschen klarer wollte, habe andere Vocal-Effekte dann dabei gehabt. Also es geht bei dem Delay sozusagen oder bei dem Tape. Das habe ich gar nicht als Delay benutzt. Genau, gar nicht als Delay benutzt, sondern als Farbe für das echte Ding. Genau. Mal sehen, hört man's. Das ist natürlich auch. Bin ich hier? I'm so over it. No one from the outside can give you advice. You better do this one by yourself. I'll be precise. This is what I ask. A future, babe. It's about us. All I ever wanna do is. Ja. Man, das sind eher. Man hört es auch nicht. Ich benutze es irgendwie, um dann auch so Emotionen irgendwie zu verstärken oder. Ja. Eine andere Szene aufzumachen. Genau, aber ich benutze. Du kriegst hier schon übrigens Tipps nochmal, was die Patchbay angeht. Ne? Also es wird hier schon analoge Patchbays mit digitaler Steuerung gibt es neben Flock Audio auch von CB Electronics. Das kenne ich gar nicht. Geil. Jeweils 64 IOs und von Tegla Audio Manufaktur für 8 Stereogeräte. Ja. Tegla macht es auch irgendwie, aber... Ich bräuchte halt, wenn ich mein ganzes Ding umschalte, waren sehr viele. Das war ja, ach so, für 8 Serie-Geräte. Ja. Aber ist auch schon gut, weil da kann man auch mal kleiner anfangen. Aber danke, ich muss mir das mal aufschreiben. Ja. CB Electronics. Das ist doch gut. Interaktivität ist gefragt. Sehr schön. Ja. Also wenn ihr hier Fragen habt an Axel noch irgendwie, dann stellt die auf jeden Fall gerne hier in den Chat. Wenn euch dieses ganze Event heute bis 23 Uhr gefällt, dann wäre es natürlich auch super, wenn ihr da nochmal uns ein Like da lasst auf The Producer Network oder eben auf dem Insta-Channel. Und wir stellen natürlich diese Streams auch danach nochmal auf YouTube online. Dann könnt ihr gerne auch nochmal kommentieren und vielleicht da auch nochmal Fragen stellen. Und wäre natürlich super, wenn ihr den Kanal abonniert, weil dann können wir solche Sachen auch noch viel öfter mit euch machen. Ja. Wofür das auch geil ist, wenn man so mit so Sachen rumspielt, mit Pedals und Tapes oder Kassettenrekordern oder so. Oder was auch cool ist, mache ich gerade diese Phone-Sachen. Ja, ich habe schon gesehen, du hast irgendwie da Telefonhörer einfach. Genau. Das ist zum Beispiel auch. Was ist mit denen irgendwie? Hast du dir die gekauft? Und die habe ich mir gekauft, das ist so eine australische Firma. Das ist extra eine Firma, die das auch macht. Die machen das halt so ein bisschen auf nice. Ein bisschen schön lackiert und so. Man kann eigentlich jeden Phone-Hörer nehmen und da so ein, wenn man nicht löten kann, kann man es nicht. Dann kann man das aber auch kaufen. Das kostet, weiß ich nicht, 60 Euro oder so ein Ding. Und damit rumprobieren. Also ich habe die noch gar nicht so lang. Hab neulich auch so ein Weihnachtsalbum produziert. Und bei dem einen Song habe ich gedacht, das wäre eigentlich cool. Das war so ein bisschen Chanson, französisch sollte das klingen. Dann hat man gleich so ein, dann denkt man so, okay, das würde so cool klingen, wenn ich ein bisschen Telefoneffekt dazu mache. Okay, kannst halt auch mit einem Filter machen und so. Aber diese Dinger reagieren irgendwie noch anders, wenn du da Audio durchschickst. Ja, das ist was anderes. Als wenn man es immer High-Cut, Low-Cut verzerrt und so, das ist immer was anderes. Geht auch cool. Manchmal
Praktikanten genommen. Ich habe gerade gemixt und habe gesagt, hier, nimm das Mikro. Und ich habe einfach die Vocals durch die Speaker geschickt und dann haben wir es irgendwie so aufgenommen. Ja. Schnelle Variante. Aber ich freue mich auch, irgendwie so Drums oder so damit aufzunehmen. Oder das halt wirklich neben normales Vocal-Mic zu hängen und dann hin und her schalten zu können. Ja, das geil. Ist auch cool. Aber das ist ja zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt, über den wir auch schon mal gesprochen hatten, so dieses Reampen. Ne? Du nutzt ja ganz viel nochmal deine Räumlichkeiten auch so. Ja. Passt, also haust dann nochmal einen Speaker irgendwie in den Raum und schickst ein Signal rüber, sei es eine Snare oder sei es eben wie jetzt in dem Fall eine Vocal, nimmst die mit dem Telefon neu auf oder so. Ist aber auch ein Prozess, den du öfter mal machst, so? Ja, ich habe das in einem alten Studio sehr oft gemacht, da hatte ich einen größeren Hausflur. Mhm. Und der war so ein riesen Hall, wenn man den irgendwie komprimiert hat. Und da habe ich dann auch so angefangen, 2008 war das, haben wir so ein Jazz Nova Album gemacht, was sowieso viel Motor und große Orchestration war und das sollte alles so ein bisschen crunchy klingen. Und da habe ich immer dann so einen riesengroßen kleinen Tummel-Speaker in den Hausflur gestellt, das mit einem Output connected vom Pro Tools. Man konnte mir den Speaker auch im Pro Tools dann überall raufschieben. Ja. Eigentlich habe ich gesagt, okay, ich will einfach nur die Drums da durchschicken und dann, ach nee, mal gucken, wie es auf den Backing-Vocals klingt. Und dann zum Schluss sind teilweise ganze Songs einfach durch den Hausflur gegangen. Und das dann irgendwie hart nach rechts gepennt, den Streicherhall oder so. Und dann, ich komme auch, ich habe früher Rap produziert in den 90ern und wir haben immer so nach Atmosphären gesucht auf den Platten. Immer so Sachen gesampelt, haben geguckt, was auf der linken Seite, was auf der rechten Seite. Die Drums waren manchmal auf der linken Seite und auf der 1 war noch der Aushall von den Strings da drin oder so. Ah. So DJ Premiere oder so. Ja, und, ja. So. Und dann nimmst du halt diesen Loop und hast immer diesen String-Hall da drin. Oder wenn du es choppst, hast du immer so ein Stück von diesem String-Ding da drin. Das war immer mega interessant. Deswegen haben wir als Jazzanova immer versucht, so Soundwelten zu schaffen, die wir dann vielleicht auch selber gesampelt hätten. Ja. Okay, und deswegen haben wir irgendwie auch so Sachen in Haus vorgeschickt und irgendwie ungewöhnliche Sachen. Wo praktisch dann aber aus dieser kleinen Hallfahne wiederum auch ein kleiner Schnipsel gemacht wurde, der dann einfach wieder... Kann man machen. Das waren jetzt aber so riesengroße, echte Arrangements, 8-Minuten-Songs. Ah, okay, alles klar. Haben wir uns dann für andere Songs daraus bedient. Und du warst dann bekannt in dem Haus. Weil da war kein anderes. Achso, da war kein anderer. Okay. Aber es war schon gruselig, wenn du da so nachts reinkommst und dann ist so ein Chor, geht da so durch. Oder? Ja, das ist cool, so Reamping-Sachen. Ja, das ist hier an der SAE in Berlin, gibt es ja auch so einen langen Flur. Das ist auch tierisch, wenn man an die eine Seite den Speaker stellt. SAE Leipzig habe ich das auch schon öfter mal gemacht, so mit den Studenten da, weil die haben so einen Eingangsbereich, der fantastisch klingt. Ja. Und auch immer dieses ein Speaker, ein Mic und so Echo Chambers, sich echt selber zu bauen oder einfach Reverb Chambers, was auch immer, wie auch immer man es nennen will, Hallways oder so. Wenn du das größer haben willst, dann schickst du es schneller rein. Dann schickt man es schneller rein und lässt es wieder langsamer abspielen. Mhm. Oder pitcht es runter. Ja, oder pitcht es dann runter. Genau. Ich habe es mal gesehen so bei der BBC, die haben irgendwie so ein Studio gebaut in den 60ern und wollten wissen, wie die Nachhallzeit da drin ist. Haben die so ein Modell gebaut, weiß ich nicht, in einem gewissen Maßstab und dann in dem gleichen Verhältnis das Sachen schneller reingespielt. Und dann konnten sie sich quasi, als sie es wieder runtergepitcht haben, hören, wie lang die Nachhallzeit und wie das Klangverhalten von diesem Gebäude ist. Okay. Das habe ich dann, als ich es gesehen habe, auch gleich mal probiert. Ja. Das ist interessant. Dafür muss man Zeit haben. Das kannst du jetzt nicht irgendwie in so einem Mix mal schnell machen. Ja. Wenn da irgendwelche Leute sind. Und, aber apropos Zeit haben, wie viel Zeit haben wir denn hier eigentlich noch? Wir haben noch so eine Viertelstunde. Okay. Willst du bei der Nummer noch was zeigen? So Pitch-Sachen finde ich halt, oder was ich, dieses PCM 42, dieses Delay, kann ich auch nur jedem empfehlen. Da denkt man so, okay, ein Delay brauche ich ja nicht Outboard, aber es klingt immer so fett. Das ist ein digitales Gerät, was irgendwie einfach einen mega Saft hat. Mhm. Das finde ich echt... Das staune ich immer wieder. Ich vergesse es manchmal, dann schließe ich es wieder an und dann denke ich so, wow. Und zwar kannst du auch so, du kannst hier so, kannst auf halb stellen. Also du hast hier so einen Repeat-Button hier rechts. Und du kannst also so Sachen auch einfrieren. So freeze? Freezen? Ja. Und die dann mit der Delay-Zeit auch runterpitchen. Und ich hatte so einen Pianisten, Neil Cowley heißt er, aus London da. Und wir haben sein Album aufgenommen. Und da hatte ich auch, was ist hier in dem... Ja, genau, PCM 42. Hier. Der hat Klavier gespielt, ich habe einfach so ein Ding eingefroren, weil ich ihm eigentlich das Delay zeigen wollte. Das ist der gefreeste Piano-Loop. Ja. Wenn ich das Gerät nicht ausgestellt hätte, würde es immer noch laufen.
Aber mega, wie hast du denn, und du hast einfach das zufällig sozusagen so erwischt, oder wie? Der hat gespielt, ich habe so gedrückt und dann war es so ein Loop und er meinte so, wow, crazy, lass uns das als Basis für einen Song nehmen. Und dann hat er einfach darüber dann so gespielt. Das war sozusagen gleich das Tempo und Genau, ist halt total krumm. Aber das ist halt, klingt halt auch wie so ein Sample, ne? Ja, klingt voll. Halt so. Lass mal hören, was er noch darüber dann gespielt hat. Genau. Er ist 4/4. Das ist ja auch nicht der Mix. Ich kann das ja mal dazu blenden. Was? Spannend. Sorry, dude. Die auch den Phaser benutzt? Auf der rechten Seite? Mach hier nochmal ein bisschen Stereo-mäßig? Ja. Auf dem Loop. Okay, was ist das? Welcher Phaser? Mugafuga-Phaser. Aber geht auch alles. Und hier ist auch Tape-Echo. Da, das Ding. Crazy, aber es ist halt auch einfach Atmosphäre alles. Wow. Dann machst du da auch so einen Trip irgendwie. Mit dem echten Klavier. Wenn du dir aus so einem Ding irgendwie so einen kleinen Schnipsel nimmst, kannst du irgendwie ganz neue Songs rausbauen. Das ist ja auch richtig eine Klangwelt, ne, die so aus diesen kleinsten Teilen dann irgendwie entsteht. Hier kommt noch eine Frage zu den Tape Machines, aber ich glaube, das kannst du schnell klarstellen. Darkstar fragt, bei Verwendung der beiden Tape Machines, wie hast du die zu Pro Tools synchronisiert? Gar nicht. Gar nicht, ne? Nee. Also die Tape Machines laufen ja einfach frei. Ja. Und du lässt es da durchlaufen, greifst es sozusagen von dem Repro-Kopf wieder ab und nimmst und es sofort wieder in Pro Tools. Genau, und ich kann mir das dann eigentlich auch, wenn ich es als Delay haben will, ja, kann ich es ja immer noch, kann mir das alles im Pro Tools halt noch hinschieben. Ah, das stimmt ja natürlich auch. Ob es eine Doppel sein soll oder ein Delay. Genau, also auch wenn jetzt ein Delay von deinem Fulltone-Delay oder so. Da muss die Zeit natürlich schon stimmen. Genau, da muss die Zeit natürlich stimmen. Zwischen den Köpfen, ja. Aber selbst wenn, hast du ja nachher, also wenn du nachher sagst, wie wär's nochmal eine 16. nach hinten, dann müsst du halt das Audio-File, schiebst es einfach nochmal. Genau, dann ist das Delay aber vielleicht eine 8. Achso, ja, nee, klar, dann ist es ja nochmal crazy. Genau. Ja, aber wer weiß. Aber bei so einem Tape, was jetzt nicht als Delay sein soll, sondern nur als Distortion oder so, kann man es hinschieben. Genau. Und dann parallel dazu machen oder halt auch als Tape-Delay. Also das heißt, gesynkt ist sozusagen da gar nichts. Genau. Ja. Tapes finde ich halt auch gut, wenn man diese Maschine, wenn man das Tape einfach umdreht und es so rückwärts abspielt. Dann an der Geschwindigkeit dreht und so ist halt. Kriegst halt die totalen Trips hin damit. Worauf nimmst du dann das auch auf dieses kleine? Das war auch diese Revox hier. Die Revox. Und dann die große geht natürlich auch gut für Drums und so. Die Multitrack, die du da stehen hast, die Tascam irgendwie benutzt du die auch dafür oder ja? Für Drums finde ich, wenn man so wirklich mal Drums aufnimmt. Ja. Finde ich cool. Das hier war ist noch eine Frage von Odris, der ja auch bei dir war. Mhm. Was glaubst du? Schaut die Zukunft für analoges Equipment auf. Stichwort MacDSP APB16. Das finde ich auch eine interessante Sache. Ich finde es eigentlich cool, analoges Zeug zu haben, was man abspeichern kann. Ich habe auch so ein SSL-Rack. Klär mich kurz auf, MacDSP ABP16. So richtig verstanden habe ich auch noch nicht, wie es geht. Okay. Ich glaube, du hast eine Plug-in-Oberfläche und du hast aber ein analoges Partnergerät dazu. Ah, so wie die Recasti-Plugin-Geschichte sozusagen, was es irgendwie kontrolliert oder was? Nee, oder? Das muss man jetzt mal Odus einladen. Mhm. Nee, genau. Aber ich finde auch cool, also bei diesen SSL-Sachen, oder das gibt es von Tegeler Audio auch, ne? Ja, genau. Bei dem, wie heißt der Hall? So ein Röhrenhall, den kannst du auch von einem Plugin aus steuern. Ich finde cool, wenn man analoge Geräte irgendwie abspeichern kann. Ja. Das finde ich mega. Ja. Bei meinem Mix-Setup, ich habe auch das SSL Sigma und ich
speichert auch die ganzen Fader-Rides und Lautstärke-Automationen da drin ab, weil mein Neumann-Pult keine Automation hat. Ja. Und die SSL, das ist das SSL-Rack, da kann ich auch die ganzen Kompressoren, EQs und so abspeichern und dann so recallen. Das finde ich, wäre cool, wenn man es dann noch steuern könnte. Ich glaube, BetterMaker ist da irgendwie ganz gut weit vorne. Ne? Also ich das wäre wär so eigentlich die Zukunft. So, ja, ich glaube, dann können wir alle friedlich sein. Das ist endlich, was ist besser und so. Es ist alles geil. Ja, also da sind wir ja eigentlich echt auch so drüber irgendwie. Ne? Also ich glaube, letztendlich ist der Vibe immer interessant. Und ich finde alles halt geil, aber Hardware ist finde halt dein Weg, ja, man kann eben bei diesen Plugins kann man teilweise ja so crazy Sachen machen. Ja. Es gibt einfach Plugins, die, was man, wo Dinge passieren, die man mit einer Hardware nicht hinkriegt. Und an der Hardware ist halt immer so cool, dass man daran einfach letztendlich live dran ist und ein bisschen Erlebnisse schafft, so irgendwie auch. Ne? Das hattest du ja vorhin auch gesagt, wenn der Künstler da ist, an dem Hardware-Gerät rumdreht, dann hat man plötzlich sowas Uniques in dem Moment geschaffen, wo ich glaube, allein schon die Erinnerung daran, dass man es gemacht hat, macht auch schon irgendwie den Song wahrscheinlich besser oder so. Aber die Hardware ist auch immer ein bisschen fetter. Wirklich. Ist fetter, sagst du. Okay. Also man merkt es auch, Tape-Delays, Plugins und so, alles cool und so. Und das muss ja auch nicht immer mega fett, aber auch dieses Digital-Delay PCM42, es hat einfach mehr Saft. Es hat mehr Saft und ein bisschen mehr Dimension. Okay. Ich glaube, das addiert sich dann alles. Ja. Wenn man viel davon benutzt. Ich dann kommt immer gerne noch was immer, zusammen. Ich benutze viel Plugins. Aber ich versuche immer noch mal ein bisschen einen Spice irgendwie von draußen reinzubringen. Ja. Aber auch nicht immer, aber oft. Wenn ich, Du, ich glaube, wir haben hier noch so 7 Minuten ungefähr. Mhm. Willst du noch eine andere Nummer aufmachen? Das ist wieder Delays und so. Diese Dimension, ja. Mit Fink. Oder sollen wir nochmal. Ich gucke nochmal kurz. Pitching finde ich halt so mit Tape-Pitchen oder rückwärts ist schon fett. Muss man auch gar keine teures haben. Wenn du da aber mal irgendwie so eine Gitarre oder so irgendwas schon mit Hall und Atmosphäre aufnimmst und das runter langsamer abspielst beim Tape, ist es einfach. Du hast ein krasses Stereobild und du hast einen krassen Saft. Hier kommt die Anregung, dass du mal ein Sample-Pack machen solltest. Ja. Bist du dabei? Ich hab echt eine Menge also, Zeug. Also, sind so viele Sounds. Also, ich meine, eigentlich müsstest du schon längst auf Splice deine Libraries haben oder so, ne? Also, es wäre wirklich viel. Ja. Ja, viele Bars und Beats und Schnipsel und One-Shots und so. Wer fragt denn das? Ingo hat's gefragt. Ach so. Ja, genau. Ingo. Ja, let's do it. Ich glaube, ist cool. Gut, das ist jetzt nicht die Musik von Sample. Und Boris von Avid sagt, wir sind die Wucht. Das ist doch auch schön, ne? Liebe Grüße an Boris. Auf jeden Fall, Boris. Im Dark Mode seid ihr noch, das ist irgendwie cool. Fühlt sich gut an. Und hier kommt auch die Frage, ob Axel die Sylvia Messi des Hip-Hop ist. Weil Sylvia Messi, die amerikanische Produzentin, ja auch so analog ist und irgendwie immer nochmal Sachen raus und nochmal behandelt extra. Unfassbar schön atmosphärisch sind hier die Sachen, die da als Comments so reinkommen. Genau, aber die kann man zum Beispiel auch rausnehmen, auch wenn sie sehr schön sind und kann die auch wieder völlig cranken und was Krankes da. Also, das finde ich halt cool. Man hat dann irgendwie eine saftige Basis, die man wieder flippen kann und ist geil. Ja. Atmosphären finde ich super. Ich habe hier noch so einen Song von Finn. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt noch so weiterbringt. Das ist halt so ein Singer-Songwriter, der heißt Fink mit seiner Band und mit dem habe ich so Sachen auch aufgenommen. Der sitzt halt einfach, allein da mit seiner Gitarre und singt. Und da ist halt beim Aufnehmen mache ich schon viel Sachen. Also ich nehme immer, ich spiele es mal kurz an. Things have been going wrong long enough to know. Aber ist ja gleich schon Reverb. Everything drauf. Is right. Oh. Ja. Been walking in the dark long enough to know. Akustikgitarre und Gesang gleichzeitig wahrscheinlich. Genau, auch, also das Akustik, das Gesangsmic ist halt. Things have been going wrong long enough to know. Dann habe ich gedacht, okay, typischerweise bei so einer Blues-Nummer gehe ich mal ein bisschen so vintage, oldschool-mäßig, mache so ein Slap-Delay auf. Ja. Hab eins drauf gemacht.
Und dann bin ich irgendwie darauf gekommen, noch das Gleiche nochmal zu machen. Mach's mal ein bisschen lauter. Also erstmal, es hört sich so an. Und da ich geht aber schon gleich, so Stereo. Es geht dann Stereo, weil das Tape nicht immer gleich läuft. Und ich krieg irgendwie so ein. Hier habe ich mal so einen Marker. Weil du gemacht zwei hast. Spuren, also Monotape, aber zweimal gemacht? Ich habe das gleiche einfach zweimal gemacht. Ja, genau. Also eigentlich, ja, ich habe das gleiche. Sag mal, ich habe ja gesagt. Und hier. I've been run long enough to know. Der kommt dann auf einmal so. Zufall, es ist nur ein Zufall, aber der kommt dann auf einmal so raus irgendwie. Ja. Und die Gitarre ist da mit drin, geht alles durch das gleiche Ding. Da dadurch wird es schon mal Stereo und ein bisschen spannender, genau. Und es gibt ein bisschen Bewegung. Und ich ride diesen Effekt aber auch dann im Song. Was habe ich noch? Das Space Echo habe ich gleich mit aufgenommen. Kombination aus dem Delay und dem ja. Reverb von dem ja. Space Echo. Das ist Roland. Space Echo. Ja. Genau, Roland. Geil. Ich achte, also so, das stimmt vom Timing auch gar nicht. Genau, Timings müssen nicht immer stimmen. Ist das so? Ja. Was denkst du? Du hast dich gerade selber angezweifelt. Gesagt habe, ich habe früher auch da gesessen mit so eigentlich Calculation Charts und so, aber ja. Beim Tape Echo irgendwie nicht. Okay. Das ist einfach, wenn es vibet. Ist auch manchmal einfach nur so Frequenzen, die man davon braucht. Haben wir auch gleichzeitig mit aufgenommen. Warte kurz. Gleichzeitig in Twin Reverb gegangen. Also was man auch... Also während er schon gespielt hat, genau. Hast du praktisch schon mal nochmal... Das ist die I-Signal von der Gitarre. Das ist die I-Signal in Twin geschickt, genau. Und daraus nochmal Reverb. Und das Space Echo hatte er auch schon auf dem Kopfhörer dann sozusagen. Genau. Das ist natürlich auch für den Vibe immer nochmal eine wichtige absolut. Sache, ne? Dass man den Leuten gleich so die Effekte nochmal gleich beim Recording vielleicht schon geben kann. Auch so, ne? Dann hat man nochmal so ein bisschen, wird die Performance halt natürlich gleich nochmal ein bisschen anders. Ich habe neulich mit dem Fitz Maurice aufgenommen, der Produzent von Sam Smith. Mhm. Und hatten wir auch Harvin an den Drums, wir haben ein paar Tage aufgenommen und der hat auch gesagt, hier stellen wir hier noch ein Mic hin, wir nehmen von den Drums. Das gehen wir direkt in Gitarrenamp und dann haben wir gleich noch so ein Spring Reverb aufgenommen mit. Okay. Das war auch ganz cool. Und das auch Fender Twin dann irgendwie? Genau. Ja. Den einfach in einen anderen Raum gestellt, genau. Mic noch davor. Einfach ein Kabel durch die, ja. Ja, genau. Cool. So was ist schön. Ja. Super. Lass doch nochmal einmal ein Stückchen vielleicht von dem Song laufen und dann sind wir hier raus genau, mit der Nummer. Mit der smoothen. Ja, ein bisschen smooth. Los Nummer. Am Sonntag. Am Sonntag. Sonntagnachmittag. Long enough to know. Everything is right. Eigentlich ist es doch hier eigentlich ganz nice auch. Even a blind man can tell when he's walking in the sun. I cried enough, tears enough. Feeling cold, a smile. Oh yeah. Mm-mm. Sehr, sehr schön. Danke ich mich ganz herzlich, dass du hier warst. Hallo. Bei der Imster. Super. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir machen mal irgendwie wieder noch eine kleine Videorutsche bei dir. Hätte ich irgendwie total Bock drauf auf irgendwie neue Sachen, die da im Jazzanova Recording Studio, im JRS entstehen oder in den Flow Studios. Ja. Vielen Dank, Axel, dass du hier warst. Und wir schalten von hier einfach wieder nach Hamburg. Da hat jetzt Dennis den Simon Semrau und der wird ein bisschen erklären, wie man dann auf Spotify und YouTube am besten stattfindet. Ziemlich interessant für uns alle. Genau. Also, vielen Dank.